Wir reden über Sport als tragende Säule der Gesellschaft. Eine tragende Säule steht in der Regel auf einem stabilen Fundament. Prüfen wir das Fundament der tragenden Säule des Sports auf ihre Festigkeit. Woraus besteht dieses Fundament? Es besteht aus Ehrenämtern, wie zum Beispiel dem Jugendwart, dem Kassierer, den Übungsleiter und den Trainer, den Schriftführer, den Gruppenleiter, dem Gerätewart, dem Platzwart, dem Betreuer und den Kampfrichtern, den Schiedsrichtern, den Hallenwart, dem Mannschaftsfahrer oder dem Vereinsmanager und viele weitere andere Ehrenämter. Das Fundament sind die rund 100.000 Ehrenamtlichen mit über 15 Millionen unbezahlten Arbeitsstunden in ca. 4.500 Sportvereinen in ganz Sachsen. 100.000 zuverlässige, verantwortungsbewusste, pünktliche Leute mit Organisationstalent, Durchsetzungskraft und Durchhaltevermögen. Diese fleißigen Leute schulen so wichtige Dinge wie Fairness, Hilfsbereitschaft, Kommunikation, Kooperation und Eigenverantwortung bei ihren jungen Schützlingen. Positive Seiten, welche oftmals prägend für das ganze Leben sind. Sie formen Persönlichkeiten. Der Verein ist oftmals die zweite Familie. Dann ist ja alles bestens, oder? Hört man sich in dem Verein um, so erfährt man leider, dass es immer schwieriger wird, Freiwillige, also Ehrenamtler, für diese wichtigen Aufgaben zu finden. Warum? Was ist denn daran so schlimm, mal eine oder zwei Stunden als Trainer einer Jugendfußballmannschaft mit den Kindern über den Rasen zu laufen und gleichzeitig die eigene Fitness zu trainieren? Nehmen wir Andreas. Er ist Trainer einer Fußballkindermannschaft in seinem Heimatort. Zweimal pro Woche trainiert er sein Team für anderthalb Stunden. Er macht dies mit Herzblut. Für viele dieser Kinder ist er die zweite Familie. Bevor das Training aber beginnen kann, hat er bereits die Bälle geholt, aufgepumpt und einigen Schriftkram in Vorbereitung des nächsten Spiels erledigt. Nach dem Training räumt er auf, pflegt die Homepage, organisiert den Wettkampf am Wochenende und muss sich nebenbei mit Dingen wie Förderanträgen, Datenschutz, Versicherungen und Abrechnungen auseinandersetzen. All das macht er für seine Schützlinge, natürlich ehrenamtlich. Ist er als Schiedsrichter eingesetzt, kann es passieren, dass sein selbstloser Einsatz mit übelsten Beschimpfungen belohnt wird. Das muss er wegstecken können, ehrenamtlich. Seine Familie braucht viel Geduld. Termine für Familienfeiern und Urlaubsreisen richten sich nach dem Plan für die anstehenden Spiele. Doch Andreas hat Glück. Der Opa von Erik, einem seiner eifrigsten Spieler, übernimmt Wochenende für Wochenende den Transport der kleinen Mannschaft quer durch ganz Sachsen zu den anstehenden Spielen mit seinem privaten Kleinbus. Ehrenamtlich. Wer zählt die Stunden und die Kilometer, welche dieser Opa nicht nur für seinen eigenen Enkel opfert? Wer fragt nach den Kosten des Transports? Das muss man sich erst mal leisten können oder wollen. Für viele Leute gäbe es da sicher eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, ihre Freizeit zu verbringen. Umso mehr sollte dieser oft selbstlose Einsatz gewürdigt werden. 40 Euro bei durchschnittlich 20 Euro im Monat, wie es das Programm Wir für Sachsen vorsieht, und die Ehrenamtskarte sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie decken nicht im Mindesten den Aufwand, den viele aus der eigenen Tasche bezahlen. Am 5. Dezember ist weltweiter Tag des Ehrenamtes. Große Internetauftritte, Dankeschön-Veranstaltungen mit ausgewählten Leuten, Blumen und Medaillen sind zwar schön, nutzen der Allgemeinheit aber nur wenig. Auch die damit verbundenen Aufrufe zur ehrenamtlichen Betätigung locken wohl die wenigsten hinter dem Ofen hervor. Laut Online-Zeitung Idova vom 5. Dezember 2019 warb die CDU-Vorsitzende Frau Kramp-Karrenbauer dafür, das Ehrenamt als einen Bewerbervorteil anzusehen und forderte, Deutschland müsse mehr tun, um sich bei den Millionen Helden unseres Landes zu bedanken. So schwer ist es, Leute für ein Ehrenamt zu gewinnen, noch schwerer ist es, sie dauerhaft zu halten. Wer will dem Unternehmer vorschreiben, das Engagement als Bewerbervorteil zu sehen, wenn der Jugendtrainer zum Beispiel wegen Auswärtsspielen in der Woche seine Arbeit ein oder zwei Stunden eher verlassen muss? Es ist an der Zeit, soll das Ehrenamt gerettet werden,
für die Möglichkeit zu sorgen, wenigstens einen Teil des persönlichen finanziellen Aufwands ersetzt zu bekommen. Und am Geld kann es nicht liegen. 2,5 Millionen Euro werden von der Staatsregierung bis 2024 eingeplant zur Einrichtung eines sogenannten Demokratieinstitutes Sachsen. Für sogenannte Integrationsprojekte liegen laut sächsischem Sozialministerium Förderanträge in Höhe von 57 Millionen Euro vor, 30% mehr als im Vorjahr. Über das Landesprogramm Weltoffene Sachsen wurden 2019 über 4,5 Millionen für Indoktrinationsvereine aller Couleur ausgereicht. Das sind ca. 700.000 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Und deswegen frage ich Sie, hat ein Sportverein an der Basis einfach die falschen Mittlerziele? Sind die Vermittlung von Fairness, Eigenverantwortung, Hilfsbereitschaft, Kommunikation und Kooperationsfähigkeit nichts wert gegenüber der vielbeschworenen Weltoffenheit und Toleranz? Ist die vermeintlich richtige politische Einstellung, dem körperlichen, seelischen Wohlbefinden und der Gesundheit vorzuziehen? Meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, selbst hochbezahlte Profisportler, und ich rede hier nicht nur von Fußball, haben ihre Karriere einst als Kinder in einem Dorfverein begonnen. Einem Verein, der von ehrenamtlichen Trainern und Betreuern gemanagt wurde. Diese Vereine sind das Fundament, sie sind die Basis der großen nationalen wie internationalen Erfolge. Aber kommen wir zurück auf das Bild der tragenden Säule. Der unterste Teil, die Basis, sie bröckelt. Meine Damen und Herren, tun wir also etwas für diesen Teil, der nicht so stabil ist, wie er sein sollte. Es ist allerhöchste Zeit, ein Landesprogramm Ehrenamt. Vielen Dank.